Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, dass ihr genauso wie ich die Kampagne jetzt die letzten zwei Tage durchgesuchtet habt. Und das hier ist schon mal eine Spoilerwarnung für jeden. In diesem Video werde ich irgendwie im Hintergrund Gameplay aus einer Mission aus der Kampagne reintun. Das heißt, wenn ihr davon nichts sehen wollt, nichts hören wollt, vielleicht das Handy zur Seite legen und nur zuhören oder eben das Video skippen ist auch in Ordnung. Ich will nur niemanden spoilern, der die Kampagne noch nicht gespielt hat. Ich werde jetzt nicht alle Missionen irgendwie einzeln hochladen, das finde ich Quatsch, weil jeder kann sie ja letzten Endes sowieso ab Freitag spielen. Alle Vorbesteller können sie seit vorgestern spielen. Nur meine Bewertung der gesamten Kampagne, storymäßig, grafikmäßig, audiomäßig, will ich ganz ehrlich sagen, eine der besten Kampagnen, die ich bisher gespielt habe. Vanguard habe ich ausgelassen, alles andere habe ich soweit durchgezogen. Ich würde sagen, 8 bis 8,5 von 10. Sehr geile Kampagne. Wir haben aber auch sehr, sehr krasse Leaks, News, wie ihr das nennen wollt. Als allererstes, das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, hat Call of Duty für uns jetzt released, wann, wer, was, wie spielen, laden kann. Also, ihr könnt seit dem 20., das ist seit vorgestern, ich komme leider erst jetzt dazu, weil ich mir eine Woche Pause gegönnt habe und Freundinzeit hatte, könnt ihr preloaden. Einmal für Campaign, also ganz normal, damit ihr sie spielen könnt, und einmal für den Multiplayer. Auf dem PC, Battle.net und Steam könnt ihr den Preload für das Full Game erst am 26.10. machen. Das hat eigentlich einen Grund, sie wollen, dass die ganzen Dataminer und Leaker nicht vorher schon jetzt an die Infos kommen und die leaken. Was Activision natürlich wieder verkackt hat, und das ist gut für euch alle. Wenn ihr jetzt schon, ich kann es euch nicht zeigen, weil Activision Copyright Strike das aktuell auf Twitter und überall. Wenn ihr jetzt schon die Tarnung sehen wollt und vielleicht schon die Waffenmenüs, dann habt ihr zwei Optionen. Ich habe das in meinem Discord unter Leaks reingetan. Und wenn ihr jetzt sagt, will mich damit scammen, warum auch immer, ich kriege für Discord-Mitglieder kein Geld, kein gar nichts. Wenn ihr auf der Konsole das Game startet und im Startbildschirm seid, dann plackt einfach eine Tastatur ran, haben ja viele von euch, und drückt F6. Wenn ihr im Menü, wenn es startet und da steht, hey, du spielst jetzt die Kampagne, herzlichen Glückwunsch, bla bla bla, dann drückt ihr auf F6 und dann kommt ihr in den Klasseneditor. Und da könnt ihr aktuell alle Waffen sehen, die wir haben. Ihr könnt, es sind sogar mehr als die 51, die ursprünglich genannt worden sind. Und dazu könnt ihr auch die Tarnung ansehen. Die Goldtarnung, eine Diamanttarnung, die sehr krass aussehen. Dazu habt ihr die Möglichkeit zu sehen, wie die ultimative Tarnung aussieht. Das ist so eine Art vom Farbton Dark Matter, lila, bisschen ganz wenig blau mit drinne. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus, die Tarnung. Die Diamanttarnung sieht ultra krass aus. Wie gesagt, auf dem Discord könnt ihr euch das in Ruhe angucken unterwegs. Ihr könnt, wenn ihr eine Tastatur da habt, auch auf der PlayStation die einstecken, F6 drücken, dann kommt ihr auch da rein. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass das aus Versehen ist von Activision, sondern es soll jetzt 6-7 Tage vor Release vom Game nochmal Hype erzeugen, nochmal Leute dazu bringen, die das irgendwo bei YouTube, Twitter, überall sehen, zu sagen, oh, das kaufe ich mir jetzt doch. Ich glaube, das ist alles Marketing. Dazu ist etwas, was ich euch mit so viel Freude erzählen kann, wie ihr gar nicht glaubt. Es sind die ARs dabei, die Raketenwerfer sind dabei, die Shotguns 4 Stück, die SMGs und. Die Honey Badger ist zurück. Die Honey Badger, meine absolute Lieblingswaffe aus Call of Duty Ghost. Sie heißt hier Chimera, hat einen integrierten Schalldämpfer. Und ich weiß, dass viele von euch keine Call of Duty Ghost Fans waren. Aber für mich war es mein erstes Multiplayer-COD. Ich habe es 3 Jahre lang gezockt. Ich habe die Schule dafür geschwänzt. Ich habe diese Waffe, keine Ahnung, wie viel Kills ich damit gemacht habe. Millionen. Sie ist wieder da und ich freue mich darüber. Es sind ein paar alte Waffen dabei, die sehr viele Leute von euch freuen. Es ist keine ACR aktuell dabei. Keine 1911 ist aktuell dabei. Das kann sich mit den Seasons natürlich ändern. Ihr wisst, neue Waffen kommen dazu. Waffen, die jetzt da sind, verschwinden vielleicht. Es sind mehr Waffen in dem Klasseneditor zu sehen, als das, was sie vorher angekündigt haben. Es kann also sein, dass wir zum Release da noch eine Änderung sehen. Unter anderem wurde ein Perk getauscht oder zwei Perks. Alles wurde gleich gelassen. Die Field Upgrades haben neue Recharge Times bekommen. Das könnt ihr euch da auch angucken. Die Perks Quick Fix und Hardline wurde getauscht. Hardline war in diesem letzten Perk, was ihr bekommt. Dieses Perk-System ist immer noch da aktuell, was komplett bescheuert ist. Vor allen Dingen, nachdem sie die Zeit reduziert haben. Und Quick Fix war in dem Perk, was ihr als allererstes verdient nach 2 Minuten. Und
Quickfix war schon sehr krass, aber Geist zusammen mit Quickfix war extrem stark in der Beta. Haben sie jetzt geändert. Ihr könnt jetzt nicht mehr Geist und Quickfix benutzen, außer ihr spielt einen Spezi-Bonus, den es jetzt so noch nicht gibt, aber wo ich mir nicht vorstellen kann, dass Infinity Ward den nicht mit reinbringt mit der Zeit. Ist zwar komisch, so wie die Perks aufgebaut sind von diesem System, aber wir werden 2 Jahre COD haben, was wahrscheinlich relativ viel Support bekommt, da kann sich vieles ändern. Bis zu diesem Punkt gehe ich ganz fest davon aus, dass wir zum Release nächste Woche Donnerstag Nacht auf Freitag ein Patch oder Day One Patch Note Update bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Waffennamen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so bleiben. Die Honey Badger ist die Chimera, die AK ist nicht mal ein eingetragener Begriff und sie heißt trotzdem nicht AK. Das wundert mich alles ein bisschen und ich kann mir nur vorstellen, dass die Namen, die ihr aktuell in den Klasseneditoren seht, oder Editors, oder wie man es nennt, im Klasseneditor, dass die sich zum ersten Tag, zum 27.28. mit einem Day-One-Update nochmal ändern. Dazu kommt, dass wir die News bekommen haben, es wird ein neues Battle-Pass-System geben. Mehr hat Infinity Ward dazu nicht geschrieben, auf ihrem Blogpost auf Twitter. Es steht nur, wir haben das und das, so und so viel Waffen, so und so viel IS und so. Und ein brandneues Battle-Pass-System. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, was das bedeutet. Was sich dadurch ändert, ob es jetzt besser ist. Bisher fand ich das Battle-Pass-System zumindest fair. Ich wusste für meine 1000 COD-Points, ich weiß genau, was ich bekomme. Keine Waffe ist hinter einer Payroll versteckt, alles in Ordnung. Und jetzt kommt das, was viele von euch wahrscheinlich interessiert. Ich hatte ja gehofft, dass wir wieder zurückgehen zu einem normalen Prestige-Modus. Sie schreiben davon, dass es ein nagelneues Prestige-System gibt. Das Problem ist, sie schreiben, es gibt ein nagelneues Seasonal Prestige System. Das bedeutet, für die, die es vielleicht früher noch gar nicht gespielt haben, normales Prestige, ihr konntet 10 Prestige Stufen erreichen. Eine ging immer bis 55. Dann musstet ihr prestigen, habt einen Token bekommen, habt einen Freischalt-Token für eine Waffe, ein Perk, eine Streak bekommen und musstet die Sachen dann wieder bis Level 55 neu erspielen. Das konntet ihr 10-mal machen und im letzten Prestige seid ihr bis Level 1000 gegangen. Das hat dafür gesorgt, dass viele so einen richtigen Grind hatten, weil man auf was hinausgearbeitet hat und es hat was bedeutet, Level 1000 zu sein. Jetzt ist es so, jede Season werden eure Ränge wieder zurückgesetzt. Ihr seid dann immer am Anfang auf Level 55. Ihr verliert euren Fortschritt der Waffen nicht, der Aufsätze nicht, kein gar nichts. Und spielt einfach wieder grundlos auf Level 1000. Mich interessiert es schon gar nicht mehr. Für mich persönlich bedeutet es nichts, ob ich in einer Season Level 100 bin oder 200 oder 400 oder 800. Es sagt nichts über Skill aus. Es sagt nichts über Zeit aus, die man investiert hat. Es sagt gar nichts aus. Deswegen ist es das wirklich grausame Prestige-System, was wir seit Jahren haben. Sie nutzen es, weil sie es natürlich brauchen, damit die Leute nicht prestigen und dann in Warzone reingehen und dann nicht ausgerüstete Waffen haben. Es steht nur, es gibt ein nagelneues Prestige-System und da werden wir jetzt einfach bis Freitag abwarten müssen, außer es gibt davor nochmal eine Info, wie genau das aussehen wird. Dazu gibt es jetzt die Info, dass man Perks doch in Warzone 2 kaufen kann. Warzone, genauso wie der neue DMZ-Modus. Für die, die sich auf den DMZ-Modus freuen, ich würde euch empfehlen, die Kampagne mal zu spielen. Da gibt es so eine Mission, wo man eventuell ein bisschen sieht, wie es im DMZ-Modus später aussehen könnte. Mehr sage ich dazu nicht. Ihr werdet es selber herausfinden. Die Kampagne lohnt sich auf jeden Fall. 8-9 Stunden auf Soldat, gute Zeit gewesen. Ich glaube 56 Tode, 15 davon, weil ich Zivilisten abgeschossen habe. Also war schon ein gutes Ding. Das sind aber die Infos, die wir zu diesem aktuellen Zeitpunkt haben. Das heißt, wenn ihr großes Interesse habt, die Waffentarnung zu sehen, und glaubt mir, die sehen gut aus, geht einfach entweder auf Discord, unten ist ein Link dazu bei mir in der Videobeschreibung, dann könnt ihr unter Leaks das angucken, könnt ihr Discord wieder verlassen, wenn ihr wollt, oder an Diskussionen da teilnehmen. Oder ihr macht es für euch selber, wenn ihr keine Freundin habt. Tastatur an die Konsole anschließen, ganz normal USB-Tastatur. Startet das Game, bootet das und drückt auf F6 und dann seht ihr es für euch selber. Ob sie es noch fixen, wie gesagt, das weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, kann auch sein, dass sie es wirklich mit Absicht zu lassen. Und dann noch eine persönliche Sache, mein Sweat VPN Anbieter. Ihr wisst ja, ich spiele Warzone nur mit einem VPN und ich weiß, ich habe gar keine Lust darüber zu reden, von wegen Booblobbys oder nicht. Ihr könnt euch einen COD-Tracker von mir angucken. Bietet an für die ersten 20 auf dem Kanal
Also auf dem Discord-Channel für die ersten 20, 2 Tage VPN for free. Ihr braucht nur auf den Link unten klicken, ihr braucht euch nicht anmelden, kein gar nichts. Und dann kriegt ihr automatisch einen Key, könnt euch das runterladen ganz normal, ist mittlerweile auch verbessert, weil der Windows Defender da immer Macken gemacht hat. Und könnt 2 Tage umsonst testen, da verlängert sich nichts automatisch, also wirklich gar nichts. Und es gibt ein Halloween-Event aktuell, wo ihr eine VPN-Lizenz, wenn ihr es schon habt, verlängern könnt für verbesserte Preise. Schaut mal rein, vielleicht für Warzone 2, falls ihr nicht die sweatiest Lobbies all time spielen wollt. Eine schöne Alternative für euch. Lasst gern ein Like da, Leute. Lasst gern ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.